Es war einmal ein kleines Dorf namens Blumenfeld, das für seine zauberhafte Blumenvielfalt bekannt war. In diesem Dorf lebte ein junges Mädchen namens Lena, das eine besondere Liebe zu Blumen hatte. Jeden Tag ging sie in den nahegelegenen Blumenwald, um dort die schönsten Blumen zu bewundern und ihre Namen zu lernen. Eines Tages, als die Sonne hoch am Himmel stand, beschloss Lena, einen Ausflug in den geheimnisvollen Wald zu unternehmen, den die Dorfbewohner den Zauberwald nannten. Der Zauberwald war bekannt für seine seltenen und magischen Blumen. Mit einem Korb in der Hand machte sich Lena auf den Weg, begleitet vom Gesang der Vögel und dem sanften Rascheln des Windes. Schon bald stieß Lena auf die erste Blume, eine leuchtend gelbe Sonnenblume. Sie strahlte wie die Sonne selbst und brachte Freude in Lenas Herz. Vorsichtig pflückte sie die Blume und setzte ihre Reise fort. Als nächstes entdeckte sie eine duftende Rose in einem zarten Rosa. Ihr betörender Duft füllte die Luft, und Lena konnte nicht widerstehen, sie in ihren Korb zu legen. Tiefer im Wald stieß sie auf ein knallrotes Mohnblumenfeld. Die roten Blütenblätter wirkten wie Farbtupfer in der grünen Umgebung. Lena pflückte einige Mohnblumen und fühlte sich wie in einem gemalten Meisterwerk. Ihr Weg führte sie zu einem klaren Bach, und dort fand sie die elfenhaften Wasserlilien. Ihre weißen Blütenblätter schwankten sanft im Wasser, und Lena war fasziniert von ihrer Anmut. Als sie weiterging, entdeckte Lena ein blühendes Veilchen am Wegesrand. Es war so zart und bescheiden, aber seine Schönheit war unverkennbar. Plötzlich hörte Lena ein leises Kichern und folgte dem Klang. Sie gelangte zu einer Lichtung, auf der wundersame Orchideen in den verrücktesten Formen und Farben blühten. Es war, als ob die Natur mit Farbpalette und Pinsel gespielt hätte. Weiter im Wald fand Lena eine Gruppe von stolzen Lilien, die ihre weißen Kronen hoch in die Luft streckten. Ihr Duft war betörend, und Lena spürte, wie sie von ihrer Anmut verzaubert wurde. Nicht weit von den Lilien fand sie einen bunten Strauß von Gerberblumen. Ihre lebendigen Farben erinnerten Lena an einen Regenbogen, der den Himmel nach einem frischen Regenschauer erstrahlen ließ. Doch dann sah Lena einen Schatten auf dem Weg und folgte ihm. Sie stieß auf eine geheimnisvolle Blume, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Ihre Blütenblätter hatten die Farbe der Nacht, und in ihrem Inneren leuchteten winzige Sterne auf. Die Blume nannte sich Sternenblüte. Die Zeit verging, und Lena hatte bereits viele Blumen gesammelt. Doch sie wollte noch nicht nach Hause zurückkehren. In der Ferne erblickte sie eine Wiese, die mit zarten Vergissmein nicht übersät war. Sie ließ sich inmitten der blauen Blumen nieder und genoss die Stille des Waldes. Als die Sonne langsam unterging, beschloss Lena, den Heimweg anzutreten. Auf ihrem Rückweg begegnete sie einer seltenen blauen Orchidee, die nur in diesem Wald blühte. Sie nannte sie die Mitternachtsblüte, da sie nur bei Nacht ihre Blüten öffnete. Mit ihrem Korb voller wundervoller Blumen kehrte Lena glücklich nach Hause zurück. Ihre Augen leuchteten wie die Sterne am Himmel, und ihr Herz war erfüllt von der Schönheit der Natur. Sie wusste, dass sie diesen magischen Tag im Blumenwald niemals vergessen würde. Und so endete Lenas blühendes Abenteuer im Zauberwald, wo sie 20 verschiedene Blumenarten entdeckt und ihre Schönheit in ihrem Herzen bewahrt hatte. Von diesem Tag an besuchte Lena den Wald regelmäßig, um die Blumen in ihrer Pracht zu bewundern und mit ihnen zu sprechen.
denn sie wusste, dass jede Blume ihre eigene Geschichte zu erzählen hatte.